Figur betont. Guck mal, das hier. Ja, Verschmutzung. Verschmutzung. Nee, das ist nur auf dem Boden. Wenn ich das letzte angefasst habe, muss er wegschmeißen. Ja, ja. Guckt euch das an. Der Falco wieder. Sind Sie bereit? Allzeit bereit, immer bereit. Du siehst richtig fesch aus. So. Blitzdingsten Sie mich nicht. Sicherungsbein noch gar nicht angelegt? Nee. Dann lass doch mal los. Oder soll ich den vorne ranklippen? Ja. Oh, bevor ich die Treppen runterfliege. Während des Treppen runterfalls. Ja, ja. Anmoderiert. Also, Leute. So, Leute, endlich wieder ans Wasser. Endlich wieder angeln. Ja, heute wieder mit einem. Ja, Quickie würde ich es gar nicht nennen. Quickie ist es auch. Genau, wir wollen bis in die Dämmerung rein, also so wie eigentlich in Kapitel 2. Ja, heute steht die Welle voll drauf. Genau. Weil, ja, wir haben Wind. Und das nicht wenig. Wir wollen keine Zeit verlieren, deshalb moderieren wir jetzt einfach im Laufen an. Ihr seht schon, der Tom ist auch noch dabei. Moin. Und Falcos Vater, der ist schon unten und drillt wahrscheinlich schon. Wir haben es jetzt nachmittags und werden in die Dämmerung rein. Genau. Also nicht früh an wie sonst. Nein, wir haben 16 Uhr durch. Ich denke mal, bis 20 Uhr ist das Ganze filmbar und in der Dunkelheit dann mit Kopflampe. Also hier oben geht es tatsächlich noch vom Wind. So, also ihr seht, hier ist ordentlich Welle drauf. Deshalb muss ich ein bisschen lauter sprechen. Ich konnte jetzt auf der Treppe nicht weiter quatschen, weil hinter mir Leute gelaufen sind. Also kalt ist es jetzt tatsächlich nicht. Ich schwitze jetzt schon. Aber wir müssen alle lauter reden heute. Ja. Drückt voll rauf hier. Das ist jetzt auflandig, ja? Ja, landet voll drauf. Da steht Falcos Vater schon bereit. Gehen wir nochmal in die andere Richtung rein. Und jetzt? Ja. Achso, Tom ist schon voll bei. Wir gehen wieder nach rechts. Alter. Köderkontrolle gleich null. Wir gehen jetzt nochmal in die andere Richtung, weil die Welle hier einfach viel zu krass, viel zu hoch ist. Also der Windstärke entsprechend ist es nicht so doll wie angesagt. Ja. Welle bringt Forelle, heißt es. Ähnliche Situation hatten wir in Kapitel 1, nur keine Sonne. Jetzt haben wir Sonne und Welle. Hatten wir auch noch nicht. Ja? Aber so krass, nee, das ist, in Kapitel 1 hatten wir es nicht so krass. Nee, da kann man ja auch aus West tatsächlich. Und weht der Wind aus Westen, beißen die Fische am besten. Eine alte Bekannte wieder getroffen. Genau. Langsam löst sie sich auf. Es ist furchtbar warm. Aber wir gingen jetzt davon aus, dass es richtig krass kalt wird durch den Wind. Aber es ist doch pottenwarm. Ich bin jetzt schon durchgeschwitzt. Was machen die da jetzt? Die laufen rein. Ach, die sind schon drin. So, Rute vorbereiten. Und dann, wie heißt das immer bei uns? Rute raus. Wer fängt, gewinnt. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal den 23 Gramm Seeker versuchen, weil ja, leichter brauche ich heute, glaube ich, auch nicht versuchen zu angeln. Den Spürkit kann ich nachher noch durchjagen und eventuell den 19 Grammer Sand Eel und hier die Durchläufer. Da habe ich auch nochmal einen 20 Grammer, aber alles, was nachher zu leicht ist, ja, macht keinen Sinn bei der Welle. So, los geht's. So Leute, wir haben nochmal umgesetzt, weil Welle war einfach viel zu krass. Tom ist vom Stein geflogen, Falcos Vater ist nass geworden. Ich glaube, Falco ist auch ein bisschen nass geworden. Ist kein schönes Angeln. Wir sind jetzt hier, wo wir in Kapitel 3 waren, werden jetzt auch hier bis in die Dunkelheit reinangeln. Wir haben es jetzt ungefähr 18 Uhr. Ich sag mal so, bis um 21 Uhr können wir lockig mit der Kamera hantieren. Ich denke, hier geht noch ein bisschen was. Ja, Ticket holen. Ticket holen. Hast du dir noch zwei Wiener eingepackt? So. Das ist Wegzehrung. Oh, wir müssen Etikett zuhalten. Achso, Schleichwerbung. Auf geht's zum Wasser. Zum Wasser gehen wir schnell. Oh, was ist das? Ein Stein. Das ist ein Stein. So, hier werde ich auf jeden Fall den Windschutz aufsetzen, glaube ich. Windschutz wird installiert. Ton wird jetzt dumpfer sein, aber die Windgeräusche sollten nicht mehr so störend sein. Mein 3 Euro Windschutz. Sieht jetzt voll professionell aus, die GoPro. Den Stein. Ja, immerhin. Schon mal ein Schneider. Schneider und den Stein. Wir versuchen jetzt über die Trübung quasi rüber zu schmeißen. Ja, ich hoffe, ihr hört noch was.
Mikro ist auch total aufgeweicht. Hier ist alles nass. Welle bringt keine Forelle. Oh, Falco hat Fisch. Falco hat Fisch. Ich komm. Oh. Wo hast du? Hier vorne irgendwo, oder? Ja, ich sehe sie, ja. Oh, guter Fisch. Bist du selber? Boah, scheiße! Dicke! Gut! Jawoll! Ja, Mann! Geile Scheiße! Oh, häng einfach hinten ran! Welle bringt Forelle! Macht ein Fisch, Leute! Die geht auf jeden Fall mit. Heiko! Vielen Dank! Der Fisch ist verwundet, wie man sieht, also die geht sowieso mit. Falco wird die jetzt schnell versorgen und dann lassen wir uns die schmecken, würde ich sagen. Was soll ich sagen? Mega geiler Drill. Relativ weit draußen, wenig Kurbelumdrehungen, kam der Einschlag und beim Anhieb schon die Bremse komplett durchgerutscht. Ich denke, nachgeguckt? Nee, Bremseinstellung war die wie sonst auch immer. Ja, bisschen rangedrillt den Fisch, auf einmal sah ich ihn an der Oberfläche. Ich denke, der ist ein bisschen größer. Deswegen Rute möglichst tief halten, damit der Fisch nicht rausspringt und sich eventuell losschüttelt. Ja, den Rest habt ihr ja gesehen. Nicht die schwerste, aber hey. Du hast ja auch gesehen, der Fisch war halt schwerer verletzt. Müssen wir nochmal sagen. Also hätte ein Release auf jeden Fall, habt ihr, also ihr werdet das Blut gesehen haben. Deshalb, Release macht absolut keinen Sinn. Ich glaube, sonst hättest du so einen schlanken Fisch nochmal schwimmen lassen. Normal hätte ich den wieder schwimmen lassen, aber wenn das Ding so blutet, ist immer schwierig. Schafft das nicht. Wie sind da eure Erfahrungen? Also es fängt jetzt an zu dämmern, die Sonne ist eigentlich schon weg. Es wird nachher schwierig, wir werden auf jeden Fall in die Dunkelheit reinangeln. Und bei der Brandung könnten wir eventuell diesmal sogar noch einen Dorsch fangen. Weil die müssen jetzt fertig sein mit dem Leichen, haben Hunger, kommen nach vorne, wird viel Zeug aufgewirbelt, vielleicht geht noch eine Mefo, vielleicht aber auch nicht. Ansonsten halte ich euch auf dem Laufenden einfach und ja, ich setze die Kopflampe auf und dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Also viel filmen kann ich jetzt nicht mehr. Ist sichtbar dunkel geworden. Du hast noch was? Eat me. Also echt? Steht doch da. Ja, steht auf jeden Fall Eat me drauf. Ah, ich glaube, das kann man sehen. Das kann man sehr gut sehen. Geil. So, wie gesagt, jetzt wird's duster. Kopflampe ist installiert. Bei Dunkelheit immer Kopflampenpflicht. Ganz wichtig. So, das heißt, ihr seht dann nur noch Bilder, wenn was geht. Alles andere macht keinen Sinn mehr. Tom hat eine. Jetzt sieht man schön die krumme Rute hier im Licht. Jawohl! Hat sie besser verkauft als immer. Wenn ihr jetzt schon gemerkt habt, ist die Pflanze. Oh Gott, okay. Sie ist klein. Hast du? Also die geht wieder schwimmen. Ja, ja. Ja. Kannst du auch schwimmen, ja. Hör da rauf. So. Oh, die sind noch ganz gut. Die ganz jung schon noch. So, jetzt schnell damit wieder rein. Ich mache mir jetzt mal ein Spöket dran. Spöket? Komme ich vielleicht noch ein bisschen weiter raus. Naja. Bisschen mehr Motivation, Martin. Ja, ja. Eines Tages wirst du eine Meerforelle fangen. Eines Tages fange ich auch eine, ja. Ich habe ja schon eine gefangen. Ich glaube, das ist nicht meine Saison. 2021 ist nicht jedem sein Jahr. Oh, den versuche ich nochmal. Das könnte noch was werden. Hau aktiv und rasseln. Okay. So Leute, willkommen zu Part 2
von Episode 5. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, wir machen pro Staffel 5 Folgen ungefähr. Dann sind wir auch langsam durch mit dem Thema Mefo, ich zumindest. Ja, haben uns gedacht, für die letzte Folge machen wir eine Doppelfolge. In Spielfilmlauflänge. In Spielfilmlänge. Nein, einfach als Staffelabschluss eine Sonderfolge. Und von daher versuchen wir es heute nochmal. Ist für mich jetzt erstmal ein Abschluss. Wir wollen uns dann auch auf andere Fische konzentrieren. Bachforelle geht los, Döbel geht los und sowas alles. Ne? Entweder geht heute für mich noch was oder auch nicht. Dann haben wir zumindest im ersten Part, hast du ja ganz gut performt. Ja. Tom auch. Habt ihr jetzt alles schon gesehen. Und jetzt ist ein neuer Tag. Ganz geil, bisschen Wind. Ja, ein Stück laufen müssen wir. Ich schätze, in der Dämmerung wird eventuell noch was gehen. Und entweder kriege ich heute meine erste Mefo diese Saison rauf. Oder nicht. Und dann ist mir das auch egal. Wir werden sicherlich im Sommer dann auch noch mal auf Mefo angeln, so einfach Sommerangelei. Aber mit diesem Video ist dann Kapitel 5 und Staffel 1 beendet. Aber es wird spannend. Wir haben einiges vor dieses Jahr. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns am Wasser. Genau. Let's go fishing. Let's go fishing. Woo. Das erinnert mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben, am Blair Witch Project. Ich weiß nicht warum. Ein bisschen creepy ist das schon. So, endlich angekommen. Und ja, hier werden wir erstmal Zeit zu zweit verbringen. Was? Das Wetter ist wirklich mega geil. Die Sonne ist warm. Ich habe auch erstmal alles auf zur Entlüftung. Geil ist es nicht, aber es muss raus. Ja, Falco war so clever und hat seinen Strampelanzug gar nicht untergezogen. Ja, weil ich aber auch schon 45 Schichten Unterwäsche an. Ah, ja, jetzt werden wir hier erstmal den Platz ein bisschen gechillt ausangeln. So, jetzt holst du jetzt erstmal einen Keks. Genau, erstmal deinen Keks. Wir packen jetzt ein bisschen aus. Ihr kennt das Prozedere. Rute aufbauen, Köder ran, ins Wasser gehen und dann sehen wir uns gleich im Wasser. So, es geht wieder los. Das sind wieder alles Wege hier. Wenn du jetzt was hast, komme ich gar nicht zu dir. Keine Chance. Einfach mal das Leben genießen. Ja. Sind jetzt noch ein Stück weiter gelaufen. Nicht viel, aber so arbeiten wir uns. Schon eine andere Struktur auf jeden Fall. Eine andere Struktur, genau. Eine kleine Sandbank, die ich sogar von hier sehen kann. Das ist keine Sandbank. Das ist eine Sandbank. Wir können ja im Zweifelsfall auch nochmal umswitchen. Ganz woanders nochmal hin. Du sollst auch auf mich filmen, Alter. So wie dein Blick manchmal. Völlig an mir vorbei. Du redest mit mir und guckst mich dabei gar nicht an. Das ist mein Hausfrauenblick. Nein, wir haben noch wirklich ein paar Stunden Zeit. Wie gesagt, ich setze die Chancen eher in die Dämmerung. Das ist so meine Sache. Deswegen gammelt es jetzt auch rum, ne? Nö, wir gehen ja gleich wieder rein. Wir sehen uns im Wasser. Ja, ich suche nur eine sichere Standfläche. Was? Ich suche mir gerade eine sichere Standfläche. Ist schon mal gleich ein bisschen tiefer hier. So, wir sind jetzt nochmal auf dem Wellenbrecher rauf. Ist zwar nur ein kleines Stück, aber mega rutschig, mega glitschig. Ja, wenn man keine Bergziege ist, ist das schon ein bisschen Hardstyle. Wir werden uns jetzt auch auf dem Rückweg machen. Wir steuern jetzt nochmal einen anderen Spot an, nochmal Sandstrand. Gucken, dass da ein paar Sandale sind, dass da dann was in der Dämmerung geht. Falco, wink doch mal! Ja, es ist so laut gerade hier, der hört mich gar nicht. Er wollte unbedingt noch mal ein, zwei Würfe hier machen. Wenn dann was geht, bin ich dabei. Und wenn nicht, dann setzen wir um. So oder so setzen wir um. Das werde ich schön in Zeitraffer machen. So. Ja. Aber später. Wir sind angekommen. Wir sind quasi wieder hier. Wir sind wieder hier. Vom Part 1, der letzte Abschnitt. Heute mit weniger Welle, gehen wir mal von aus. Ja, hier werden wir jetzt definitiv bis zum bitteren Ende bleiben. Lasst euch überraschen. Das ist die Fingerblutete. Genau. Ich dödel, hab natürlich den Windschutz vergessen, weil hier steht er jetzt tatsächlich drauf. Ist schön eingetrübt.
Und hinten, so wie es aussieht, könnte es klarer werden. So, wir werden jetzt auch gar nicht mehr. Hallo. Wir werden jetzt auch gar nicht mehr viel schnacken. Ich hänge euch einfach ran und dann werden wir sehen, ob was geht. Willkommen. Ja, Paul. Zieht euch mal diese Brühe rein hier. Das ist richtig angetrübt. Hier können wir die auch jiggen, weißt du? Oh Leute, ich habe gerade eine drauf gehabt. Einfach reingeschmissen, so richtig lustlos eigentlich. Auf dem Grund absinken lassen wollte, ein bisschen jiggen, bam. Und sie ist wieder ausgestiegen. Verflucht soll dieser Fisch sein. Falco steht hier schon die ganze Zeit. Ich komme rein, werf lustlos aus und habe gleich eine drauf. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ein paar Sekunden Spaß gehabt und dann war sie weg. Ich sage, das ist, ich werde mit diesem Fisch nicht fahren, Leute. Heiko hat die Sandaale gefunden. Ich habe Sandaale gesehen. Gefunden habe ich sie nicht. So, jetzt fische ich den Sandaal durch und dann entweder geht was oder nichts. Jetzt werden die Füße auch langsam richtig, richtig kalt. Es wird allgemein richtig kalt. Ich bin fertig. Ich bin groggy. Einfach groggy. Ich muss mal kurz die Füße aufwärmen. Gewachsen. Das hast du gerade erlebt. Meerjungfrau, ne? Ja. Wo ist Beine gewachsen? Guck dir das an, sogar mit Schuhen gleich dran. Ariel fandest du auch attraktiv in deiner Linie. Das stimmt. Welcher kleine Junge stand nicht auf Ariel? Ja? Ja, was soll man sagen? Ein Satz mit X. Für Matti war es das nix. Ja, für dich auch nicht. Heute. Ich bin durch mit dem Fisch. Ich bin fertig mit der Forelle. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt auf jeden Fall das Ende von Staffel 1. Die nächste Staffel, also offizielle Staffel, geht dann wieder im Dezember los. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Hornfisch. Genau. Auf Bachforelle. Ganz Dödel, wichtig. Döbel, genau. Bell, auf, Bell. Auf Döbel und Barsch, Zander, Hecht, alles das, was jetzt so langsam kommt. Und werden, wie gesagt, im Sommer auch nochmal versuchen, auf Meerforelle in den Abendstunden oder so zu angeln. Aber nicht vorrangig. Gibt keine Rose für mich, gibt kein Foto für mich. Aber wir wollen euch auch nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Es ist halt so, ich habe nichts gefangen, gar nichts. Es ist nicht schlimm, Leute. Es ist wirklich nicht schlimm. Schämt euch nicht, wenn ihr mal absolut verkackt. Im Gegenteil, bleibt dabei. Martin hat auch immer weitergemacht. Genau. Ich werde wahrscheinlich beim Hornfischangeln dann eine Mefo raus. Verkehrte Welt. War auf jeden Fall eine schöne erste Staffel. Viele Wetterbedingungen mitgemacht. Ja, alles mal durchgekaut. Ich freue mich auf die anderen Fische. Auf schön meinen Lieblingsfisch, den Barsch. Auf die Bachforelle, da habe ich mega Bock drauf. Auf den Döbel. Meinen ersten Döbel muss ich noch verhaften dieses Jahr. Viele PBs, die ich noch brechen muss. Mir ist kalt. Wir werden jetzt einen Kaffee trinken, Gija Burger essen und dann bleibt dran. Wie gesagt, Staffel 1 ist jetzt beendet und die nächsten Videos, die folgen, werden dann höchstwahrscheinlich Hornfisch sein oder schon Bachforelle. Wir wissen es nicht. Oder Döbel. Oder Döbel. Also irgendwas wird demnächst dann kommen. Wir hoffen, die Staffel hat euch gefallen. Und auch natürlich jetzt das letzte Kapitel. Wir haben nochmal wirklich einen Tag drangehangen, nochmal alles gegeben. Aber es sollte nicht sein. Das ist es sollte nicht sein. Genau. Dann würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war Martin und der Falco. Tschüss. Tschüss.